Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Duellvideo. Den Teil 1 gibt es schon bei Schattenspieler. Hier ist jetzt das zweite Duell. Wir spielen beide mit den coolen neuen Structure Decks, den Götter Structure Decks. Ich spiele Obelisk und du bist ja Slifer natürlich. Klar. Und wird immer lustig. Also, let's go. Los geht's, würde ich sagen. Gemischt ist ja schon. Dementsprechend. Ja. Achso, dein Deck willst du mir nicht geben? Nee. Okay. Ich habe Obelisk halt schön vorgesteckt. So. Okay, kein Problem. So. So. Einmal würfeln, hochgewinnt. Ja. 5. Oh! Ah. Oh! 3? War es. Oh, 6. Na klar, okay. Ja, fang an. Ich würde sagen, du fängst an. Ich fange an, alles klar. Wieder nur 5 fangen. Eigentlich müssen wir nicht würfeln. Eigentlich muss ich entscheiden, ob ich anfangen möchte oder nicht. Weil, ist das so? Ja. Hast ist ja das schon so? Aber gut. Egal, wir nehmen es mal so. Meine Hand ist wieder pretty good. Warum? Ich würde sagen, ich beschwöre mal verfluchte Hexe. Das ist aber wirklich gut. Und wenn die beschworen wird, kann ich eine verboten Schnellzauberkarte hinzufügen. Ja, nee, welche möchten Sie denn? Ich finde. Lanze, Kelch? Ja, ich finde Lanze eigentlich ganz gut, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, ist eine gute Karte. Genau, und dann. Nichts. Oder kann die noch kann was? Noch was tatsächlich. Ja. In deiner Mainphase, Schnelleffekt, kann ich die Karte als Tribut anbieten und ein Fee-Monster Stufe 4 als Spezialform von einem Deck beschwören. Was? Und Fee-Monster, weißt du ja vielleicht, welche Karten ich als Fee-Monster spiele. Das ist schon gut. Das ist schon echt gut. Da kommen wir schon in Schwitzen hier. Deswegen, dann bist du jetzt. Ja, aber das ist ja kein Problem. Erstmal nur nicht wahrscheinlich. Ne? Ich weiß halt nicht, welche Feen du so besitzt. Das ist halt das große Problem hier in der ganzen Sache. Ich fange mal ganz defensiv an mit einer Karte verdeckt und noch einer Karte verdeckt. Entspannt hier, ganz auf ruhig. Super. Ja, da so. Kommt natürlich nicht mein Effekt von der Hexe, das ist natürlich schade. Dann setze ich ein Monster. Wow. Und ich glaube, also mit 100 Angriff kann ich da jetzt nicht rein. Doch mal. Ja, du bist. Achso, lässt einen Angriff, das ist aber nett. Okay. Ja, als ob ich da reinrenne. Wir nähern uns mein Ziel. Oh mein Gott. Als ob du schon wieder das niemals. So. Glaube ich nicht. Das glaub ich nicht. So. Das ist dein pures Glück. So und du. Ich habe halt auch leider keine starken Karten. Also. Ja, das sagen wir dann immer alle so, ne? Ach so, stimmt. Wieso warte ich eigentlich auf. Wieso aktiviere ich den Effekt eigentlich? Hä, stimmt, ich kann das einfach aktivieren. Ja. Total dämlich. Wow. Dann. Okay, ich tribute den das mal für den hier. Wow, was kann der? Eigentlich erstmal gar nichts. Okay. Der hat einfach 2150 Angriff. Ich meine, ich könnte auch irgendwie den irgendwie abwerfen und wenn ich irgendwie 6 oder so 7 verwandte Karten hätte, dann könnte ich den auch normal beschwören, ohne Tribut anzubieten, aber das ist leider. Du kannst eine Karte abwerfen und ein Monster adden, dessen ATK und Death gleich ist. Ja. Du könntest eine Karte abwerfen, um dir eine Karte zu suchen. Wait. Warte, diesen Angriff gleich der abgeworfene Karte ist oder einfach gleich ist? Ja, also so wie er. Also sagen wir mal, vielleicht ein Obelisk, der 4000 Angriff und 4000 Verteidigung hätte? Ja. Verdammt! Dessen ATK seine eigenen Death entspricht. Und ich kann einfach eine Karte abwerfen und dann den Obelisk suchen. Also du kannst auch eine andere Karte suchen, aber du kannst auch Obelisk suchen. Eine Karte abwerfen? Ja! Lesen Sie doch einfach! Gut, dann werfe ich denen das ab. Wie viel hast du von denen gezogen? Du kannst ja auch noch ein anderes. Gibt es noch ein anderes im Deck? Ja, aber guck mal, als ob ich nicht Obelisk nehme. Ja, natürlich nicht Obelisk. Oh mein Gott, ja gut, da müssen echt mehr spielen hier. Okay. Damn. Okay, das wird wohl ein Kampf der Götter. Cool, dann beschwöre ich mit. Nee, das war jetzt eine Tributbeschwörung. Ja. Ne? Ja, ist natürlich doof. Damn it. Ja, dann bist du. Das war ein ganz großes. Ah, nee, ich wollte ja eigentlich angreifen, stimmt ja. Das ist auch ein ganz großer Ja, okay. Das macht keinen Unterschied. Willst du? Ne? Ja, doch. Ich hab jetzt da an. Komm. Ja. Was hast du hier Effekt nochmal? Action. In meinem Zug? In deinem Zug kann ich die Tribute haben. Damn it! Ich hätte damit auch den Obelisk zerstören können. Du musst es so sehen. Ja, stimmt. Ja. Okay. Ja, okay. Bin ich? Bist du, ja. Und jetzt. Hab ins Widersturm! Okay, warte mal. Geht das? Was denn? Ich weiß nicht, was da kommt jetzt. Also ich chain, ruft der Gejagten. Ja. Und dann
buff ich die aufs Feld? Nee, kann das, ich dann... nein, nein, das kannst du nicht in der Kette. Ja, okay, dann bringt das nichts. Nee, dann bringt das nichts. Schade. Nee, aber das nichts. Jetzt, wo du nichts hast, aktiviere ich metallisch reflektierendes Schleim. Oh wow, und du hast natürlich diesen Slab auf der Hand. Und du siehst, was ich habe. Ja, natürlich hast du einen Slab auf der Hand. Ein Monster, zwei Monster, drei Monster. Slifer der Himmelsdrache. Das gibt's doch nicht. Ich könnte sogar ihn, seinen Effekt nutzen, aber hat er nur 1000. Das ist ein bisschen... Ja, doch, mach das. Nee. Ich greife dich jetzt mit 2000 direkt an. Okay. So. Schade. Und dann bist du. Jetzt kann ich nichts unter 2000 beschwören. Doch, kannst du. Ja, wow. Wiedergeburt? Da hat er Wiedergeburt einfach. Wer weiß. Was habe ich denn? Ich habe doch nichts Sinnvolles, oder? Ich habe nur noch die elektrische Kröte. Ich bin in einer sehr guten Position. Gefällt mir wieder. Also ich mache, glaube ich, echt das hier. Okay. Ich hole mit Wiedergeburt jetzt die zurück. Ja. Und dann... Hat sie einen Effekt? Also nur bei normaler oder auf Schwester? Nee, normal beschwören. Oh, Glück gehabt. Ja, das wäre gut. Das stimmt. Und dann... Ja, bist du schon. Ja. Damit erhöht sich die ATK auf 3000. Mhm. Und jetzt möchte ich meine Battleface nehmen. Nee, aber vorher aktiviere ich ihren Effekt. Ja, ist okay. Dann nehme ich dir auf 2. Was für ein Fee hast du? Ich weiß es gerade wirklich nicht, was für ein Fee du rufen kannst. Den hier. Ah, es triggert ja bei normaler oder Spezialbeschwörung? Ja, ich glaube schon. Und sein Effekt aktiviert sich? Wenn du kannst. Wenn ich kann? Ja. Sollte er mich verpassen? Ja, aber das würde er nicht verpassen. Nein, ich wollte dich nur unsicher. Toll. Für ein Timing so eine Sache. Und natürlich habe ich einen auf der Hand. Ja. Kannst du ihn von Hand beschwören? Doch, ja, kann ich. Achso. Von der Hand oder meinem Deck. Das ist echt schon stark. Ach so. Ja, aber jetzt hast du ja 3 und ich habe noch eine Battleface. Ja, ist richtig. Einen kannst du klatschen. Dann setze ich eine Karte. Es hat ja nur noch 2000 ATK. Und dann bist du dran. Da fehlt ein drittes Monster. Tja, ich guck mal, was ich so habe. Oh! 1, 2, 3, 4, 5. Oha, als ob. Einfach. Ich brauch irgendwie eine Karte. Ja. Wie ich jetzt noch... Ein Monster beschwören. Ja, und Wiedergeburt ist halt nicht mehr da. Ja, das war schade. Und Obelisk verliert 2000 Angriffspunkte. Oh, das ist echt mies. Für immer, ne? Ja, so sieht's aus. Monster als normale Spezialschwung auf die Spielfeld seines Gegners Angriffsposition beschworen werden. Du könntest sie verdeckt setzen. Ich könnte einfach setzen. Ich setze meinen Gott. Was? Flupsamen! Oh mein Gott. Ja, dann ziehen sie mal. Maybe ist das krass. Okay, warte mal. Nee, Slifer sagt ja bei Obelisk auch, ne? Keine Karten können ihre Effekte aktivieren. Was ist das? Moment, das muss ich... Geht das? Ich aktiviere Seelenkreuzung. Und jetzt kann ich einfach dein Slifer-Tributen. Mit meinen Ras-Schülern. Nein, wait a minute. Also da steht da drauf, ich kann einfach Monster von deinem Gegner nehmen. Da kommt so eine Konsequenz, aber... Bis zum Ende des nächsten Spielzuges. Nach dem Effekt kann nur eine Karte oder Effekt pro Spielzug aktiviert werden. Die Effekte von göttlichen Ungeheuern nicht mitgezählt. Ja. Ja, es geht! Nein, es geht nicht! Nein, das mein Gott! Für meine Ras-Schüler und dein Sniper für mein Obelisk. Was ist das? Das ist so unfair! Mit 4000 Angriff und nicht 2000. Oh Mann! Nein! Du hast keine Spiegelkraft mehr, nein. Oder? Nein! Dann greife ich jetzt direkt mit 4000 an. Das tut schon ein bisschen weh! Toll! Nice! Kann ich den Engel nicht noch irgendwann später nutzen? Nein! Wie dumm! Egal. Das wäre jetzt das Play. Bitte hab einfach nix mehr. Bin ich? Du bist ja. Oh! Okay. Halt! Irgendwie noch Nachschubstrom. Okay. Du bist dran. Ich zieh noch ein Out, ich sag's dir. Denk dann, du darfst nur einen Effekt aktivieren. Weißt du, was unfair ist? Obelisk kann man nicht targeten. Das ist schon. Kann er nicht sogar irgendwie Karten zerstören oder ja, so? Aber du musst zwei Monster opfern. Du kannst zwei Monster. Okay. Ja, gut. Ich beschwöre, Flinke Momonga.
Wie greedy. Wie greedy. Und ich versuche mein Glück und greife mit dem flinken Munga an. Ey, okay, du kriegst deine Tokens. Alles klar. Na gut. Dann zerstören wir einen davon. Okay. Ich ja. mach Nachschieß. So. Genau. Und dann bist du. Wie willst du denn den Slifer aus dem Friedhof zurückkriegen? Es gibt ja wirklich eine Deckkarte drin. Oh mein Gott. Also es ist jetzt halt keine Lüge, gibt's halt wirklich. Das wäre das Play. Ich meine, wir haben in dem Duell schon Slifer und Obelisk gesehen. Das ist ja schon mal viel besser als... Toll, König Gier? Okay, ja. So besser geht's ja gar nicht. Jetzt die Frage, wer gewinnt? Wer gewinnt? Diese Seelenkreuzung ist halt wirklich stark. Also... Okay, es wird jetzt... Ich sag's dir so, es wird jetzt ein ganz heftiger Spielzug. Okay. Es wird ein ganz heftiger Spielzug. Dann hau raus. Als ob du irgendwas gegen meinen Obelisk machen kannst. Das ist, glaube ich, ehrlich. Kann ich, aber nicht diesen Zug. Okay. Nächsten Zug wird's böse für dich. So, ich beschwöre ihn. Okay. Nee, Entschuldigung, gar nicht. Ich muss ihn abwerfen. Darf ich mir eine Feldveränderung holen? Aha. Die sogar Obelisk theoretisch outen kann. Höhle der Finsternis. Lair of Darkness. Okay. Aber das war's noch nicht. Jetzt besitze ich die magische Anzahl von 5 Monstern. Und nicht nur du hast Torf der Trägheit, sondern auch ich habe Torf der Trägheit. Ah, du mischst den Slifer zurück. Und jetzt. Ah. Es kommt noch viel mehr. Du wirst es nicht glauben, es ist so der heftige Zug. Es ist so krank. So. Okay, jetzt darfst du echt hoffentlich nicht den Slifer ziehen. Ich brauche ihn nicht ziehen. Du kannst ihn wieder suchen? Niemals. So. Ach je. Es geht weiter. Ich werde meinen Slifer mit verdammten 4000 Lebensmittel rufen. Ich aktiviere verhängnisvolles Ziehen. Jetzt, es ist sowas wie Schicksal ziehen. Wenn du mehr Lebenspunkte hast, hast du. Mhm. Wenn du das stärkste Monster hast, hast du. Dann darf ich die obersten 3 Karten nehmen. Davon mir eine adden. Okay. Und dann die anderen 3. Oder 2. 2. In beliebige Reihenfolge auf mein Deck legen. Okay. Beschränkung. Ich darf jetzt keine Zauber- und Feinkarten mehr setzen. Mhm. Und ich darf nur noch einen einzigen Effekt nutzen. Doch das wird mir reichen. Das reicht. Der richtige Name. Es ist so. Brecher magischer Krieger. Und damit darf mir Slifer den Himmelsdrachen erneut suchen. Und ich habe noch keine Normalbeschwörung durchgeführt. Das gibt's aber nicht. Das bedeutet, ich habe 3 Tokens, die ich jetzt opfern werde. Für meinen mächtigen Slifer den Himmelsdrachen mit 6000 Angriffspunkten. Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte gewonnen. Das gibt's doch nicht. Was willst du tun? Slifer der Himmelsdrache. Attacke auf sein Obelisk. Ich aktiviere Spiegelkraft. Nein, Quatsch, leider nicht. Ja. Wie muss ich machen? Der kann einfach zerstört, wenn ich kampf, ne? Wenn man ja, das ist was existiert. Oh mein Gott, okay. Dann, Oh, was kommt jetzt? Vor allem der Kartenvorteil. Ich aktiviere dann Stufenwiderstandsmauer. Was ist das denn jetzt? Also, falls ein oder mehr Monster dich durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, wähle eins der Monster, beschwöre Monster als Spezialstufe von deinem Deck in die Verteidigungsposition, sodass die Summe ihrer Stufen der Stufe des Monsters entspricht. Aber annulliere Effekte. Stufe 10? Ja. Das ist schon ordentlich. Da kann ich schon ein bisschen was machen. Ja, aber es zögert nur das Elend heraus, würde ich behaupten. Das kann sein. Habe ich eine Karte, die Obelisk wiederholt? Nee, ne? Du hast deinen Topf der Begierden schon aktiviert. Ja. Verdammt. Und wie komme ich denn an einem 6000 Angriff? Das gibt's doch nicht. Naja, also Mirror Force geht halt wirklich einfach. Ne? Gehirnkontrolle würde auch noch gehen. Ja, voll traurig. Einfach Gehirnkontrolle. Trollololololol. Also, ich muss auf Stufe 10 kommen. Dann würde ich sagen, ich beschwöre doch mal den. 4. Ich beschwöre mies. Miese Brise. Ich mache einfach den. Das sind jetzt 6, darfst du noch 4 holen. Dann auch. Holen Sie es. Holen Sie es. Das ist eine Once per Turn, das Pushen, oder?
Ich glaube schon. Das machen sie auch schon. Einmal pro Spielzeug, ja, schon sad. Und dann kommt der Effekt von Hassschüler. Nee, da verpasst, glaube ich, sein Timing. Ah, das kann sein. Ja, aber jetzt das letztes Monster das nicht. Heißt. Ja. Das kann sogar sein. Oder kann ich ihn als letzter wählen? Nee, es wird ja gleichzeitig beschworen. Ja, und die geht als letztes auf den Friedhof. Recht, genau, ja. Das geht. Timing verpasst. Ja, gut. Dann hätte ich den doch. Also, falls nicht, Leute, schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, es ändert hier nichts. Ja. Möglicherweise nicht. Nein. Slifer macht dich fertig. Du bist dran. Deine letzte Karte eigentlich so ungefähr. Set Mirror Force Pass. Du bist. Weißt du, was gut ist? Ich habe gar keine Angst vor Mirror Force. Ich bin Schuss! Ich fass es nicht. Ich hatte die Mirror Force. Warum hast du denn auch noch einen Breaker? Das kann doch nicht sein. Als ob du alles hast. Aber es geht weiter. Höhle der Finsternis und ihn hier. Und zwar, ich kann ein Finsternismonster als gut anbieten, ziehe eine Karte und falls ein, oder wenn ich ein Finsternismonster angeboten habe, dann kann ich ein Finsternismonster mit 2000 Death, 2000 oder mehr Death vom Deck adden. Boah. Ich kann durch sie auch gegnerische Monster opfern, opfere natürlich den hast du dir hoffentlich einen Death beschworen. Ja, denke ich, ne? Ja. Eigentlich opfere nur einen, ich kann nur einen opfern. Ziehe eine Karte. Hast du noch welche im Deck? Ich glaube einen, ja. Ja. Musst du den Def oder Dicker? Ich glaube in verdeckter Verteidigungsposition. Schade, ich wollte dich so schön finishen. Egal, danke wieder noch verräterische Schwerter, damit wir gar nichts machen können. Wow. Battleface, Angriff, Angriff, Angriff. Ja, ein Effekt von... Ja, also 1000. Dem Hamster. Wenn es kein Haar ist, dann zählt das nicht. Doch, okay. Dann bist du. Ich habe ein schönes Ende für dich vorbereitet. Das ist so traurig. Ich war so kurz davor einfach. Also. Achso, du kriegst noch einen Token, glaube ich. Oder? Ach, Zugspieler. Das wäre ich gewesen. Ach so, krass. Und ich jetzt nicht? Nö, wenn ich jetzt deinen Zug ausopfere, dann. Ah. Ha, tja, was mache ich denn jetzt? Ich kann leider nichts machen. Nee, du bist. Und jetzt? Jetzt. Das Ende. Ich aktiviere Wiedergeburt. Ja. Und hole mir den Obelisk, den Peiniger. Ich dachte, es kann nicht schlimmer kommen. Aber natürlich. Battleface! Angriff! Angriff! Und Obelisk, der Peiniger. Beende es. Tichi. Doppelte Götter. Besseres Götterduell hätte ich mir auch nicht wünschen können. Ist ja wirklich so. Einfach dreimal, nee, viermal Götter gerufen jetzt. Ja. Nice. GG! Ja, das war's mit dem Duell, dem Match. Duell der Götter und ja, Maurice hat's für sich entschieden. Also kein drittes Duell, aber ich denke, es hat Spaß gemacht und ich kann es echt empfehlen. Meine Güte, also wer Götter spielen möchte, ist funny. Mega nice. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!